schwör's dir, ich feier dieses Lied so. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Hallo YouTube und hallo liebe Zuschauer. Guten Morgen. Na, wie geht's, wie steht's? Alles gut bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut. What's wrong with you? Willkommen zurück im Dschungel. Willkommen zurück auf der Insel des Verdammten. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall, ja, ich spoiler nur ein bisschen. In der Folge passiert schon einiges. Auch lustige Sachen, wie ich finde. Vor allem Kevin, der macht mir ja richtig viel Spaß, dieser Bot. Dieser Mensch, dieser Taubstumme, was auch immer der ist, der kann ja nicht sprechen. Ich glaube, der hat einen Sturz, einen Hörschaden erlitten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber er verhält sich zumindest so. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter. Lasst euch überraschen, was in der Folge passiert. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's dann los. Willkommen zurück im Dschungel. Wir haben schön ausgeschlafen und ich sehe gerade, wir haben Hunger. Kevin ist noch hoffentlich immer noch schön Holz sammeln oder schläft er auch? Macht er gerade eine Pause. Wo ist denn der Heini? Ach, der chillt. Und unser Zelt hat er kaputt gemacht. Wie hat denn der das denn gekriegt? Junge. Egal, hol uns was zum Frühstück. Komm, hol uns was zum Frühstück. Beseitige, mach Pause, bleib hier. Hol. Fisch. Und... mir geben, genau. Super. Mal gucken, wie lange das dauert, dass er dann kommt. Ich gehe dann schon mal zu unserem Lagerfeuer. Oder kann ja nebenbei schon mal ein bisschen hier Dings machen. Oh. Siehst du, das ist ganz schlecht, ne? Aber ich kann ja, nur weil ich jetzt hier außen rumgegangen bin, ne? Wir können ja schon mal auf jeden Fall ein bisschen lange sagen, er uns den Fisch holt, können wir ja erstmal hier alle klein schnacken. Hopp. Einmal. Boppalalala. Ja, viele Sachen sind auch Fleißarbeit, ne? Muss man ja mal so sagen. Da kommt er. Sehr schön. Guter Mann. Richtig gut. Ja? Einmal einsammeln. Dann einmal anzünden. Ich hoffe, er hat schon gegessen. Jetzt können wir unseren schönen Fisch da reinschmeißen. Wir können auch Geld reinschmeißen, aber der verbrennt schon freiwillig gerne Geld, wa? So, und mit G wieder zumachen. Das ist sehr gut. Oh, kann man schon... Das ging aber schnell. Nee, der ist doch noch gar nicht ready. Der ist definitiv noch nicht ready to eat. Wer ja noch roh ist, oder? Na komm, können wir? Ist da irgendwie ein Symbol für... Dass er jetzt ready to eat ist. Das ist, ich meine, ein grünes Symbol heißt er. Man kann ihn essen bei den Rottenfisch, dann ist er immer ein rotes Symbol. Also Rottenfisch. Oh, jetzt ist es schon überdurch. Ja, sieht gut aus. Irgendwann ist das schon irgendwie. Ja, war eine gute Mahlzeit für uns. Sehr gut. Hoppa. Und noch einmal. Sehr gut. So, Kevin, gib mal bitte weiter. Wo ist denn der Kollege? Kevin? Da chillt er. Hast du genug gechillt, Freund? Ja, hast du, ne? Der geguckt hat. Der guckt immer so lustig. Oh Mann. Der Typ. Hol bitte Stämme. Und. Ja, hier fallen lassen am besten. Solange die nicht im Brand aufgehen, ist doch alles schick. Oh, wir haben hier dieses. Achso, das ist. Wo ist unser lange. Wir hatten mal irgendwo eine Stock hier hingefeuert. Wo ist denn das Ding? Ist der weg? Wir hatten noch hier mal so einen halben Stamm liegen, aber der ist, glaube ich, dann wohl weg. Wo sind die anderen Dinger? Sind die noch da? Sind die auch alle weg? Aber. Wir haben die halt nicht benutzt und deswegen sind die weg. Okay, das ist doch gut so. Du geh mal weiter Holz haben. Wir machen hier weiter und. Machen hier erstmal diese, was ist denn hier, vier neue Blätterrüstung, Molotow-Cocktail können wir bauen, Reparaturwerkzeug. Und dann machen wir doch Molotow-Cocktail. Tuch und Wodyflaschen. Wo haben wir denn die Wodyflasche? Einmal hier. Und wo sind die Tücher? Hier. Ba-boom. Und einmal kreieren. Mit dieser geilen Musik dazu. Dum, 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 dum. Eigentlich ziemlich einfach, ne? Danke. Ja, brauchen wir nicht. Super. So, Axt auswählen nochmal bitte.
Molly haben wir gebaut, das war schon mal gut. Jetzt fängt er an zu arbeiten. Jetzt hört man ihn auch, sehr gut. It was at this moment that he knew. He fucked up. Alter, wie viel Stämme hat denn der fallen lassen? Wie geil ist das denn? Guter Baum. Sechs oder... Wie viel kam da jetzt raus? Habt ihr das gesehen? Da waren da voll viele Stämme dabei. Geil. Guter Typ. Naja, auch wenn er seine Macken hat. Das kann er ganz gut. Ne? 12 Sekunden später. Ist das dein Dover? Ist das dein fucking Ernst? Hat er gerade... Die war doch... Du dummer, blöder, voll Spast. Hat er den Baum jetzt so gefällt, dass du hier mir dieses Loch reingehauen hast? Du bist so ein Otto, Alter. Das ist unfassbar. Kann man normal machen. Super. Ich weiß, dass es gerade noch nicht so spannend für euch ist. Kann ich voll verstehen. Aber. What the fuck? Hä, du Arsch. Das war meine Barrikade in Ruhe. Jetzt kriegst du was. Kommt her, mach einfach Mauer kaputt. Ich kaputt. Oh, du Festhängen. Oha. Was ist das für... Wer war das? Großer Mann macht kaputt. Mir fehlen die Worte gerade. Ein Hit und ich bin tot. Wir müssen uns irgendwie Rüstung besorgen. Load. Wir haben ja zum Glück gespeichert, das Ding hier. Ist es das Ding? Ja. Oh. What the fuck? Ja, da kommt so ein großer Mongole einfach, Alter, und macht alles kaputt. Was soll das? Alles, was wir aufgebaut haben. Alles, was wir lieben gelernt haben. Voll gemein. Ey. Und der kommt einfach her und macht's kaputt. Der kommt einfach her und schlägt es. Als wäre es sein Eigentum so. Funktioniert nicht. Bin ich ja voll gegen. Kann das nicht so machen. Hä? Ich hoffe, er kommt jetzt nicht nochmal. Das wäre echt doof, wenn er jetzt nochmal kommen würde. Ich weiß nämlich nicht, wie ich den verteidigen soll. Zweiter Tag. Also, dann trink mal einen Schluck Wasser. Komm. Hallo. Ey. Kann er nicht. Ein Stein kann er nehmen, aber Wasser kann er nicht trinken. Was ist denn das jetzt? Komm, Spiel, gib mir meine verdammte Trinkfläche. Was ist denn hier los? Gib mir doch mal meinen Suff. Was soll denn der Scheiß? Ich kann echt nicht trinken. Toll. Kannst du jetzt saufen? Tatsache, mit dem Speer kann man nicht trinken. Wie bescheuert ist das denn? Super. Ach, guck mal, dann können wir die hier alle mitnehmen. Schau mal. Ja. Dann können wir die hier hinten aufstellen. Ha, geil. Ich bin schon früher drauf gekommen. Dann werde ich auch nicht so viel Krach machen. Hä? Ich habe ja ein bisschen rumgespielt, wie ihr sehen könnt. Kann noch einen nehmen. Ja, wir können an die 2 Stück gleich nehmen. Perfekt. Wir haben noch einen, Mann. Achso, hol uns mal bitte was zu essen, Kollege. Besorg uns mal bitte wieder einen guten Fisch. Folge mir, hol mir bitte Fisch. Danke. Und hier fallen lassen. Vielen Dank. Dann können wir die andere Sache noch holen, so. Ich hoffe, der kommt wirklich nicht nochmal, der Große. Das war ja echt ein bisschen fies gerade. Schon ein bisschen Schiss vor dir, wisst ihr, ne? Also das ist echt nicht schön so. Muss ja nicht sein. Aber wir müssen uns überlegen, wie wir die Penner fernhalten können, ne? Wenn die jetzt nochmal wieder kommen. So ganz schön ist das ja nicht. Muss ich die jetzt eigentlich nochmal neu einspitzen, wenn ich die jetzt da in die Erde ramme, Tatsache? Ist das dein Ernst? Die haben wir doch erst geschnitten. Boah, das ist ja... Schöner Bug, muss man ja mal sagen. Oh, guck mal, noch ein bisschen, dann haben wir es geschafft.
Oh shit. Here we go again. Das ist eine ganze scheiß Dings in der Gruppe. Oh Gott, 1, 2. Jagen die Kevin oder jagen die mich? Ja, die wollen jetzt hier rein, war die Arschgeigen? Hey. So nicht, meine Freunde, so nicht. Die ganze Zeit, scheiße. Ich hab's ein bisschen anders vorgestellt. Oh. Hau ab. So. Wir brauchen Medizin. Haben wir noch? Der rennt weg. Das ist schon mal sehr gut. Haben wir irgendwo Medizin? Medizin! Medizin! Wir haben dann Riegel zum Fressen, aber kann man irgendwie Medizin? Das ist das. GPS-Sender. Schleuder. Ach, fuck, wir haben keine Medizin, ne? Das wird schlecht für uns sonst. Was ist das? Munition haben wir auf jeden Fall, aber wir können uns ja verteidigen so, aber. Wir ein bisschen Leben wieder? Nö. Energy-Regel, deswegen, ich habe irgendwelche. Ne, die kannst du gar nicht. Die kann man ja gar nicht zum Dings verwenden. Aus- und Einschalter. Na, wir sollten auf jeden Fall hier sowas bauen. Einmal und Molly nochmal bauen, weil wir die haben wir ja verloren vorhin. Weil wir gestorben sind. Und wir haben echt wenig Energie. Ist auch nicht gut. Gibt es denn nirgendwo noch irgendwas? Ach komm, wir können. Okay, weg damit. Wir bauen uns noch eine Knochenrüstung, falls es geht. Wie viel haben wir denn? Ja, was brauchen wir denn noch? Knochenrüstung. Wir brauchen echt Tape. Das ist ja gemein. Nein, nein, nein. Wir bleiben bei unserem Dings hier. Der ist ja beim Speer, der ist schnell, macht zwar wenig Schaden. Ja, aber der ist auch nicht besser. Der bietet uns ein bisschen Rüstung an, aber. Okay, die wissen nicht, was hier ist, ne? Ich wollte doch nur hier in Ruhe meine Dings weiter bauen, ey. Vielleicht machen die auch nichts. Wir gucken mal, aber wir haben echt wenig Energie. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt an Leben rankommen. Wir brauchen echt Leben, ne? Wo ist denn Kevin eigentlich? Okay. Wo ist unser Kevin? Der versteckt sich, das ist schon mal gut. Stirb. Was zitterst du so? Ja, ja. Vergiss es. So, das funktioniert mit mir nicht. Kannst du mich hier nicht täuschen und sagen, ich mach nichts mehr und hau ab. Nee, nee. Können wir rein? Ja, wir können rein. So, den machen wir jetzt mal hier rauf und verbrennen den erstmal. Wie damals auch. Okay, jetzt geht gar nichts mehr. Hallo. Jetzt können wir ihn anzünden. Viel Spaß und brenne. Kevin, da ist er. Hallo. Einfach mit dir das Ding zuzumachen. Also sag, wie es ist, ne? Das ist ja wirklich unangenehm mit dem blöden Kannibalen. Ja, noch ging, diese Welle ging jetzt gerade noch, aber wir stehen auch echt doof. Ich muss das Lager echt aufgeben. Und dabei habe ich schon so viel investiert. Ich jetzt einen schöneren Spot als hier. Und dabei ist das Ding schon so schön zu. Und ist schon was draus geworden. Oh ja, hier haben wir es. Okay. Knochen können wir nicht. Wir müssen vielleicht so ein Knochengestell bauen.
Einmal hier. Wir gucken mal gleich, ob wir irgendwelche Knochen. Ob es wie im ersten Teil geht, dass man so eine Knochenhaltlagerung machen kann. Dann können wir das alles schön sammeln. So. Nichts vergessen. Hier sind wir erstmal relativ safe. Hier machen wir erstmal zu. Ist zu. Sehr schön. Automatisch zugegangen. So, bauen. Jetzt bauen wir erstmal unsere Halterung. Warte, alten Modus mal benutzen. Stöcker, Storage, nein, verstärkte Schädelrampe. Nein, nein. Ach, hier müssen X drücken, so. war das das? Stocklager, Steinlager, Lagerungen, weiter. Knochenlager, bitteschön. Das können wir doch einfach mal hier so hinstellen. Und wie viel haben wir? Oh, zwei fehlen noch. Die können wir noch ganz schnell hingehen. Ja, und einfach durch. Na los. Können wir raus? Ist doch offen. Nee, jetzt ist offen, ne? Jetzt ist zu. Alter, lass dich raus. Ich verstehe mein eigenes Schloss nicht. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wir müssen auf jeden Fall irgendwie... Die Erde erkunden, die Erde sage ich schon, die Welt. Weil. Voll machen. Brauchen wir wie viel? Sehr gut. Geht noch mehr? Wie viel so einer ausspucken kann? Ja, schön. Na, noch mehr? Das ist noch ein Stock, okay. Krass, guck mal, wie viele Stöcker wir da drin gelagert haben. Wir dürfen noch nicht in Flammen aufgehen. Sehr schön. Können wir eigentlich mal ganz kurz noch was gucken? Was können wir denn aus den Knochen eigentlich machen? Na ja. Nicht in die Hand nehmen. Da ist was bauen daraus. Du sollst auch bitte was bauen. Was ist das? Was haben wir jetzt die Möglichkeit? Knochenrüstung können wir nur bauen. Keine Knochenpfeile. Wie viele Knochen brauchen wir denn? Vier Stück. Vier Knochen, Tape und Seil. So. Aber jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das gegen diese Eindringlinge machen, weil die nerven ja wirklich hart. Eine Blätterrüstung können wir uns basteln. Bringt das was? Wo haben wir denn unsere Blätter? Hier. Nee, das sind sie nicht. Also einmal und hier, ne? Mal gucken, was rauskommt. Sind wir jetzt voll getarnt oder was? Wow. Tragen? Cool. So, unsere Verteidigung. Oh, ich dachte schon. Unsere Versteidigung steht, jetzt können wir uns ein bisschen noch hier aufbauen und ein bisschen noch ein bisschen hier schönere Sachen machen. Mach mal auf hier. Mach auf. Oh, du bist so ein Vollidiot, ey. Danke. Ey, ich könnte mal echt nur Tag und Nacht hauen, ey. Wirklich, so. Hier haben wir erstmal unsere schöne Knochenlager. So, jetzt können wir erstmal, jetzt gehen wir nochmal auf Wechseln. Wir haben hier den Storage-Modus. Den kannst du hier wunderbar benutzen. Wo war denn der hier, ne? Möbel. Mhm. Nein. Möbel, Lagerung. Tisch und eine Holzbank können wir. Eine Holzbank können wir bauen. Stocklagerung auf jeden Fall. Die drehen wir. Einmal drehen, 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 drehen. Sehr gut. Hier stehst du schon mal gut. Aber dafür brauchen wir nur Stöcke. Haben wir denn genug? Ne, wir müssen auf jeden Fall welche sammeln gehen. Dann machen wir noch auf jeden Fall Steinlagerung mit 7 Stück. Machen wir daneben. So, und dann können wir einfach losgehen und erstmal Stöcker sammeln. Ich dachte, jetzt ist wieder jemand, ey. Kein Bock auf diese Riesen. 12 Sekunden später. Okay, wir haben 13 Stück. Zurück in unsere Basis. Bis jetzt sind wir noch safe, aber nur bis jetzt. Hopp. Na los. Ja, mich nervt es da mit dem Dings so ein bisschen. Mit dem... Okay, Steine sind schon mal drin. Schön viele gesammelt. Man weiß ja nicht, was man die brauchen, gebrauchen kann. Haben wir noch ein paar Stöcke, die wir hier reinlegen können? Nee. Er wackelt nur. Wir gehen noch ein paar Stöcke sammeln los. Falls es hier überhaupt nötig ist.
Okay. Hey. Trink mal was. Wir haben auch immer noch einen Riegel, den wir noch futtern können. Aber eigentlich brauchen wir echt... Hopp. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eigentlich Medizin irgendwie, ne? Kann man da mal lagern. Lachsbergen. Lachsbeersamen. Man konnte damals halt immer so ein bisschen Medizin basteln, ne? Das geht leider nicht mehr. Irgendwie. So, du holst uns mal bitte was zu essen. Hol uns mal bitte was zu essen. Nein, du brauchst jetzt nicht mit dem Kopf schütteln. Du holst uns was zu essen. Hol. Hol. Fisch. Und mir geben. Dankeschön, wir treffen uns im Lager wieder. Ich muss noch ein bisschen was sammeln. Zurückbringen, ne? Genau. Na. Erwischt. Ja, wir haben Hasen. Sehr gut. Kann man eigentlich noch so ein Loch in der Erde graben? So eine Art Kühlschrank? Das haben die echt doof geworden, dass du da mal reinspringen musst, so ein bisschen, ne? Aber komm, wir machen uns mal den Hasen. Ja, was wollen wir grillen? Wir wollen ja mal Raw Fleisch. Dankeschön. Raw Meat. Nein. Wieso ist das jetzt schon essbar? Ist doch noch roh. Ich verstehe das nicht. Ist das roh? Warum kann man das essen? Hier kam er ja so ein bisschen die ganze Zeit. Deswegen hoffe ich mal, dass es so eine Stelle ist, die sich so ein bisschen fernhält. Oh Gott. Ja. Also unsere Festung steht schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Muss ich hier mal sagen. Gefällt mir ja. Stell ich mich nochmal hin hier für so ein Thumbnail. Hehehe, Festung steht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zunächst mal wieder. Lasst doch bitte einen Kommentar da, ne? Über das Video, wie ihr meine Videos so findet. Und falls du natürlich noch neu bist, dann lasst doch bitte ein Abo da. Und ansonsten, like doch bitte das Video. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns zunächst mal wieder. Bis dann, dein Damir, Gabi Ehrenquarte. Adio und ciao, ciao.